Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute etwas über die Schüler Gustav Mahlers erzählen. Schüler und spätere wie heutige herausragende Maler-Dirigenten. Eigentliche Schüler hat Gustav Mahler nicht gehabt und er hat sich als Lehrer auch nie verstanden. Zitat: Es gibt nur eine Erziehung und diese geschieht durch das Beispiel. Beispielleben ist alles. Als Traditionsträger seines Beispiels Interpreten also, die ihn bewundernd hörten, von ihm zu lernen suchten, die seine Uraufführungen der eigenen Werke besuchten, die Proben hörten und ihre eigenen Aufführungen später davon prägen ließen, bleiben, alles erwogen, am Ende wenige Namen, schreibt Hans Wollschläger in seinem Buch »Der andere Stoff – Fragmente zu Gustav Mahler«. Er führt auf Arthur Bodanski in Prag und Mannheim, Ernst von Schuch in Dresden, Fritz Steinbach in Köln, Oskar Fried in Berlin, Otto Klemperer, Bruno Walter, der bereits mit 17 Jahren in der Hamburger Zeit als Korrepetitor und Chorleiter bei ihm lernen durfte. In Amsterdam Willem Mengelberg. Vielleicht würde ich anführen, könnte man auch Felix Weingartner, seinen Nachfolger an der Wiener Hofoper, nennen, der schon in gemeinsamer Zeit in Hamburg, da war Weingartner knapp über 20, Mahler sehr bewunderte. Heute wissen wir, dass der zuletzt in Lübeck tätige Kapellmeister und Komponist Georg Göhler, der 1874 als Sohn des Kantors und Organisten in Zwickau geboren, viel von Mahler übernommen hat und auch bemüht war, Mahlers Werk zu verbreiten. Zum Beispiel am 9. Januar 1914, 3 Jahre nach Mahlers Tod, dirigiert er in Leipzig die von Mahler selbst kurz vor seinem Tod fertiggestellte Neufassung der 5. Symphonie als Uraufführung der Neufassung. Er starb 1954 in Lübeck. Katja Manns Zwillingsbruder Klaus Pringsheim, 1883 bis 1972, muss genannt werden. Er brachte Mahlers Musik schon in den 30er Jahren nach Japan und in andere asiatische Länder. Auch er hat als Assistent an der Wiener Hofoper direkt von Mahler gelernt. Man muss aus heutiger Sicht die drei Hauptvertreter der zweiten Wiener Schule nennen: Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern. Auch sie waren in gewisser Weise Malerschüler und beziehen sich auf Mahler. Viele Anspielungen an malersche Musik sind in den Werken von Dmitri Schostakowitsch und Benjamin Britten zu vernehmen. Die beiden in Hollywood groß gewordenen Filmregisseure Erich Wolfgang Korngold und Max Steiner, beide österreichischer Herkunft, prägten und begründeten die symphonische Filmmusik Hollywoods. Beide nehmen häufig Bezug auf Gustav Mahler. Unter den Dirigenten sind meines Erachtens in der Nachmalerzeit besonders hervorzuheben, neben Mengelberg, Schuch und Bruno Walter, die Dirigenten Raphael Kubelik, Leonard Bernstein, Bernhard Haitink, Michael Gielen, Claudio Abbado, Eliahu Inbal, Ricardo Chailly, Michael Tilson Thomas und
in neuerer Zeit Markus Stenz. Das sind natürlich nur einige von mir sehr subjektiv ausgesuchte exemplarische Vertreter, sowohl unter den Komponisten-Nachfolgern als auch unter den Dirigenten der Nachmaler-Ära.